eure Videos. Guten Morgen, Folge 14 hier. Und weil die einen am Steuer einschlafen, passen die anderen für die mit auf. Alter, spinnst du oder was? Wow. Warum hält er denn wohl hier noch an? Kevin fährt diesem Hund also schon länger hinterher und er nervt ihn und irgendwann bricht's aus ihm raus. Meine Fresse, gehst du mir auf den Sack, fahr zu jetzt, Heiland, zack! Ja, weiß ich nicht. Er fährt hier mit 60 schon mal hoch, der Weiße. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Gut, gleich lässt er den LKW vorbei. Ist halt eine blöde Situation da. Weiß ich nicht. Also, da braucht man eigentlich nicht. So be... kann ich echt nicht sein. Meine Fresse. Das ist auch so ein Clip, den man nicht gleich kapiert. Da hinten ordnen sich die Autos ein. Und zwar die Linksabbieger. Die drei Stück da. So, der letzte bleibt da hinten stehen. Steht aber schon auf der Linksabbiegerspur. Und fährt jetzt nochmal links dran vorbei an allen. Und stellt sich vorne hin. So, sieht erstmal gut aus. Aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, der steht auf der Gegenspur. Jetzt mal im Ernst, kann man wirklich so doof sein? Oder war das Absicht? Oh, Motorradfahrer, fährt wie ein Henker. Typisch, typisch. Ja, Leute, das ist natürlich typisch Motorradfahrer, typisch kleine rote Autos, typisch BMW und so weiter. Immer dieses typisch da, das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. In jedem Fahrzeug kann ein Idiot drin sitzen oder drauf sitzen auf einem Moped da. Genauso wie Fahrradfahrer, 1 Million fahren rum, 10.000 machen es falsch. Ja, aber deswegen sind ja nicht alle so. Schon wieder so ein Schläfer. Schöne Grüße aus Tschechien. Hier wird einem noch persönlich gesagt, Alter, fahr mal langsam, wa? Da vorne ist was. LKW-Fahrer nennen sich zwar alle untereinander Kollegen, aber der Kollege da vorne hat einen Nagel im Kopf. Du bist doch wohl Spinner! Du spinnst doch! Wieso muss man während des Abbiegens die Spur wechseln? Ist danach keine Zeit mehr oder was? Oh, das gibt's doch nicht! Doch, bei Roller! Ja, okay, ich bin ruhig. Ey! Was war das denn? In der StVO steht ja drin, dass langsame Fahrzeuge dem nachfolgenden Verkehr die Möglichkeit zum Überholen geben müssen oder man anhalten müssen oder so, wenn's passt und hast du nicht gesehen, bla bla, ist ja wieder so schwammig formuliert. Er hier macht's aber eindeutig, finde ich gut, sehr gut.
Wenn einer so langsam durch die Straßen kriecht, dann sucht er irgendwas, ne? Hier ist irgendwas faul. Da muss man ja eigentlich auch mit rechnen, dass hier was falsch läuft, aber rechts blinken und links abbiegen? Ja, was wird denn das jetzt hier? Oft genug wurde ich gefragt, warum ich so selten Hupe, Lichthupe mache oder übers Funkgerät meckere, wenn mich einer geärgert hat. Das hier ist der Grund. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Karl sich übers Funkgerät beschwert. Rache. Der Grund ist Rache. Interessant. Oh, das ist auch cool. Noch cooler. Langweilig. Langweilig. Hochinteressant. Links im Kreisel kommt jetzt ein weißer Wagen, ein roter Wagen und um den blauen danach, um den geht es. Was war denn das? Volle Pulle? Mit Vollgas oder was? Hat er Gas und Bremse verwechselt? Und guckt's euch an. Hier durchs Geländer durch und diese Böschung runter. Alter. Sieht schlimmer aus, als es ist. Er schreibt dazu nur leichte Verletzungen. Wie schnell dürfen LKW auf Land- und Bundesstraßen? Genau, 60 km/h. Nach 3 Kilometern Ausfahrt Richtung Schlüsselfeld Hirscheid. Wie enttäuschend. Chris aus dem letzten Video hätten gekriegt. Boah, Alter! Alter! Ey, wie gestört und die grinst einfach. Falls man es nicht richtig sieht, will ich es euch gerne sagen. Der fährt rückwärts. Meine Gartenfläche in der Brettstraße denke, wenn ich vorne fertig war, habe ich hinten wieder angefangen. Was macht der denn? Du hast doch aber... Ich habe Grüngas, wir haben es gehört. Genau, das hat ja wohl sowas. Ja, ja. Er fährt auch getreu dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Der Pinguin springt schon an die Seite. Tut er ja auch. Vogel! Hier, der liegt jetzt hinten auf der Karte. Der ist hier vorne erwischt irgendwo. Oh Mann. Was ist denn das denn? Warte mal, vielleicht haben wir es auf der Kamera. Wenn man in Kurven überholt, dann muss man damit rechnen, dass man stirbt. Ist den Leuten denn das Leben so wenig wert oder sind die einfach nur strunzdumm?
Ich mag Flugzeuge und deswegen ist das hier drin. Ich find's cool. So, jetzt fliegen wir mal los zur nächsten Folge. Macht's gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.